Hi ihr Lieben, willkommen bei Yesilicious. Heute werden wir leckere Apple Dumplings machen, also gebackene Apfeltaschen mit Äpfeln natürlich und dem selbstgemachten Blätterteig, den ich euch schon mal gezeigt habe. Das Rezept dazu, das findet ihr unten in der Infobox zum Runterladen und Ausdrucken. Los geht's mit den Zutaten. Für 12 Apple Dumplings haben wir hier eine Portion selbstgemachten Blätterteig. Wie ich den gemacht habe, könnt ihr in meinem Video zu den Nutella Ricotta Hörnchen sehen. Das habe ich euch hier und auch unten in der Infobox verlinkt. Dann brauchen wir natürlich noch unseren Hauptdarsteller, die Äpfel. Da habe ich 2 von der Sorte Braeburn genommen, 70 Gramm braunen Zucker, ca. 30 Gramm gehackte Walnüsse, 20 Gramm Mehl, einen Esslöffel Paniermehl, 20 Gramm Butter und noch etwas zusätzlich zum Bestreichen, einen halben Teelöffel Zimt und eine Prise Muskatnuss. Für den Zuckerguss nehmen wir dann noch einen Esslöffel Milch, 40 Gramm Puderzucker, einen kleinen Spritzer Zitronensaft und einen halben Teelöffel Vanillearoma. Als erstes kümmern wir uns um die Äpfel und schneiden sie, nachdem wir sie entkernt haben, in ca. 1 cm kleine Stückchen. Ich lasse dabei die Schale gerne dran. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie natürlich auch wegmachen, aber ihr wisst ja, in der Schale stecken die meisten Vitamine drin. Zu unseren Apfelstückchen geben wir nun 50 Gramm vom braunen Zucker, einen Esslöffel gehackte Walnüsse, das Paniermehl, den Zimt und auch eine gute Prise Muskatnuss. Das müssen wir jetzt einfach nur gut miteinander mischen. Bevor wir uns gleich ans Befüllen der Täschchen machen, bereiten wir schon mal die Streusel vor und vermischen die restlichen 20 Gramm Zucker mit dem Mehl und den übrigen 20 Gramm gehackten Walnüssen. Da geben wir die 20 Gramm geschmolzene Butter hinzu und verrühren das Ganze zum Beispiel mit einer Gabel zu Streuseln. Nun rollen wir den Blätterteig so gut es geht rechteckig aus, sodass wir daraus 12 Quadrate schneiden können, die in etwa 10 cm groß sind. Ich habe meinen Teig zum Beispiel ca. 30 cm hoch und 40 cm breit ausgerollt, damit ich ihn vertikal in 4 Bahnen und horizontal in 3 Bahnen teilen kann, um auf meine 12 quadratische Blätter zu kommen. Auf die Blätterteigblättchen geben wir dann jeweils mittig einen ordentlichen Esslöffel Apfelfüllung drauf und klappen das Ganze so zu, indem wir alle 4 Ecken zur Mitte hin hochklappen und zusammendrücken. Die Seiten petzen wir natürlich auch zu. Schön ordentlich versiegeln. Aufs Blech mit Backpapier damit. Alternativ könnt ihr die Taschen auch zusammenklappen, indem ihr die beiden entgegengesetzten Enden so zur Mitte hin übereinander schlagt, leicht andrückt und das gleiche dann einfach mit den anderen beiden Ecken macht. Dann erhaltet ihr so ein kleines kompaktes Täschchen hier. Ich finde beide Varianten schön, da müsst ihr dann einfach entscheiden, was euch lieber ist oder euch vielleicht auch einfach leichter fällt. Wenn wir alle Dumplings gefaltet haben, bestreichen wir sie mit etwas geschmolzener Butter und verteilen dann die vorbereiteten Streusel darauf. Die könnt ihr an manchen Stellen ruhig etwas andrücken, damit sie auch etwas besser halten. Dann kommen unsere Apfeltaschen zwischen 15 und 20 Minuten bei 190 Grad Umluft in den Backofen, bis sie goldbraun sind. So sehen sie dann von innen aus. Jetzt müssen wir nur noch schnell den Zuckerguss machen, indem wir die ganzen Zutaten dafür einfach zusammenrühren. Also das Vanillemark, den Puderzucker, die Milch und den Spritzer Zitronensaft. Den fertigen Zuckerguss verteilen wir nun auf den Apfeltaschen. Am besten schmecken sie warm, wenn sie frisch aus dem Ofen kommen. Alternativ zum Zuckerguss schmecken sie aber auch super mit Butterscotch bzw. Karamellsoße. Wie man ganz einfach eine super leckere Butterscotch-Soße machen kann, werde ich euch auch bald noch zeigen. Bis dahin viel Spaß beim Nachmachen und lasst es euch schmecken! Hey, da bin ich wieder! Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ja, würde ich mich weiter hochfreuen.
Und falls ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr mich natürlich auch kostenlos abonnieren. Dann verpasst ihr auch kein Video mehr von mir. Ja, also ihr findet mich zum Beispiel auch bei Facebook, Instagram. Da könnt ihr dann sehen, was ich so täglich esse, wo ich gerade bin, teilweise was ich gerade mache und auch Bilder von Ray zum Beispiel. Ja, und dann habe ich noch ein Chefkoch-Profil. Da würde ich mich freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischaut, vielleicht mal den ein oder anderen Kommentar hinterlasst und mich auch bewertet. Das würde mir sehr helfen da. Ja, ansonsten freue ich mich über eure ganzen Kommentare und wenn ihr irgendwas zu diesem Rezept gerade loswerden wollt, dann schreibt es doch einfach unten hin und dann quatschen wir ein bisschen. Hier auf der Endcard findet ihr übrigens noch ein weiteres Rezept von mir verlinkt, was euch vielleicht auch gefallen könnte. Übrigens habe ich auch noch eine Facebook-Gruppe, Foodlove Kochen und Backen, und da könnt ihr natürlich auch gerne beitreten, wenn ihr möchtet, und da einfach auch mit mir reden, eure Bilder posten, Rezepte posten, eure eigenen auch. Ja, und ansonsten freue ich mich natürlich immer über eure Bilder, die ihr mir schickt, von den nachgekochten Gerichten. Danke. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und bis bald!